Moin, ihr Lieben. Heute geht das um ein Cover. In meinem Fall ist das für ein Backbuch. Hier drinnen habe ich auch solche kleinen Täschchen gemacht. Das habe ich bei einer YouTuberin gesehen. Die hat die allerdings richtig genial gemacht. Ich verlinke euch das mal, falls euch das interessiert. Fand ich echt genial. Das geht wirklich super schnell, auch dieses Cover fürs Album. Falls ihr dem Kanal noch nicht folgt, dass das erste Video ist. Ich habe hier auch so ein Kochbuch gemacht. Da habe ich auch Videos zu. Für diejenigen, die die anderen Videos geguckt haben. Ich sage das jetzt vorweg, ich werde eine Playlist anlegen. Weil ich werde noch mal zeigen, wie man die Bindung macht. Ich werde sie diesmal etwas breiter machen. Also sprich, statt 0,5 cm Abstand 1 cm. Glücklicherweise weiß ich, dass ich noch ein paar Verpackungen habe. Das heißt, es passen zwar weniger Rezepte rein. Aber wenn ich dann noch ein zweites brauche, dann baue ich mir einfach noch ein zweites Album. Ich werde euch das auch mit der Bindung nochmal zeigen, weil ich mit dem anderen Video nicht ganz so zufrieden war. Und ich werde euch auch nach Möglichkeit zeigen, welche Seiten reinkommen. Vielleicht auch nicht alle, ein paar auf jeden Fall. Ja, und jetzt habe ich genug gelabert. Fangen wir doch mal an. Ich war heute echt gemein. Ich habe jetzt meinen Mann seine Müsli-Verpackung gemopst. Obwohl er das Müsli noch nicht aufgegessen hat, weil ich das für ein Cover brauche. Ich habe nämlich beschlossen, dass ich noch ein Backbuch machen möchte. In Form von, sage ich mal, Junk Journal, Art Journal, Mixed Media, Collage. Nagelt mich da nicht zu sehr fest. Was die Bezeichnung angeht. Und das hier wird mein Cover. Das zeige ich euch auch dann, wie das jetzt entsteht. Da schneide ich jetzt einfach die überschüssige Pappe weg. Hier, guck mal, da ist nämlich noch mehr Platz. Ich habe nämlich auch mehr Backe als Kochrezepte. So, damit habe ich jetzt schon den Rohling fertig. Mein Ausgangspunkt ist ja, das soll ja das Backbuch werden und ich möchte hier dieses Collage Figuren dafür benutzen als Eyecatcher nachher. Das ist so ein Digital Paper von Etsy. Falls euch das interessiert, ich verlinke euch das in der Infobox. Es ist übrigens so, ich kaufe mir die Sachen selber. Ich erzähle euch das nur und verlinke euch das. Falls ihr davon genauso begeistert seid wie ich und sagt, oh, das möchte ich haben. Ansonsten ignoriert einfach diesen Link. Ja, dann werde ich jetzt auch starten, damit hier mir ein Frankenpapier zu machen. Ich zeige euch kurz hier, das hier ist meine Restebox. Daraus werde ich Sachen nehmen, die einfach aufkleben. Und im nächsten Schritt werde ich die dann auch noch mit der Nähmaschine. Werde ich da auch noch das zusammennähen? Ich werde jetzt auch auf Schnellvorlauf gehen, damit das nicht so ewig lang wird, das Video. Kleben würde ich euch noch zwei Tipps geben, also worauf ihr achten solltet. Das eine wäre der Rücken des Covers. Klebt das Papier. Das Papier sollte schon mindestens an jeder Seite, bei der Größe würde ich mal sagen, 5 cm halt rübergehen. Weil, also jetzt hier unten,
das blaue Stück Papier, das ist echt super. Das sind auch mehr als 5 cm, glaube ich, pro Seite. Weil ihr müsst das ja knicken und da kommt ziemlich viel Druck drauf. Ich habe das leider falsch gemacht. An der einen Stelle mich geärgert. Ich habe das dann versucht zu korrigieren, indem ich halt mit der Nähmaschine über die Naht ein paar Mal rüber bin. Aber wenn ich drauf sehe, sehe ich, wie das Papier versucht, sich vom Cover zu lösen, weil da so viel Druck drauf ist. Der andere Punkt ist, ich weiß ja schon, was mein Hauptmotiv ist. Ich habe damit auch schon was gemacht. Und dadurch schon die Erfahrung, dass ein neutraler, relativ neutraler Hintergrund da halt besser ist. Das bedeutet, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da schon ein Hauptmotiv für euer Album, was ihr da als Eyecatcher wollt, guckt vorher, ja, wie kommt das am besten zur Geltung? Legt das mal auf dunkleres Papier, auf helleres Papier, vielleicht ist auch ein richtig knackig bunter Hintergrund gut. Probiert das vorher aus. Erleichtert etwas das Leben. Ansonsten mache ich mir da eigentlich nicht so einen Kopf drum. Wie ich klebe, also jetzt hier zum Beispiel das obere Papier, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das hätte jetzt ein bisschen länger sein müssen wegen dem Buchrücken. Und das hätte ich nämlich auch zum Beispiel quer kleben müssen. Dann wäre das halt in Ordnung gewesen. Das versucht mir dann nämlich abzuhauen. Ich gehe jetzt an die Nähmaschine. So sieht das Ganze dann genäht aus. Wenn die Rückseite draufgeklebt ist, also beziehungsweise hier, also die Innenseite, werde ich das hier außen auch nochmal nähen. Was ich mache, ist jetzt schon mal hier so ein bisschen das Papier knicken. Ich hoffe mal, dass das auch so weit hält. Ja, hier ist das schon so ein bisschen gebrochen. Aber das geht noch. Ja, was ich auch auf jeden Fall noch machen werde, ist ein Verschluss. Dafür nehme ich ganz, ganz einfach. Ich mache da jetzt nichts Aufwendiges. Ich mache jetzt hier einfach so ein Band. Was ich dann nachher so reinklebe. Und damit kann ich das dann mit einer Schleife verschließen. Also, das heißt, ich kann jetzt tatsächlich zu dem kreativeren Teil kommen. Jetzt kann ich mir die Figuren puzzeln. Ich habe ehrlich gesagt da schon was vorbereitet. Also das heißt ausgeschnitten, zusammengestellt. Hatte dann noch das Problem, ich wollte gerne, dass die noch irgendwie eine Torte halten am besten. Habe dann aber noch Oblaten gefunden in meinem Fundus, wo halt zwei Muffins drauf sind. Die sehen ja schon aus in deren Händen wie ein großer Kuchen. Bei Teilen, die etwas, sage ich mal, randlos aussehen, gehe ich auch mit einem schwarzen Stift noch am Rand lang. Also dazu muss ich aber auch sagen, mein schwarzer Stift nutze ich eigentlich jetzt nur noch, um den Rand nochmal nachzumalen, ist inzwischen schon etwas blasser. Das heißt, der gibt halt keine richtig scharfe schwarze Linie, sondern ein bisschen heller, was sogar, finde ich, in dem Fall ganz gut ist. Weil ich hatte das jetzt auch gemacht mit einem, den ich neu habe. Und da war mir teilweise die Kante so ein bisschen zu scharf. Ja. Das Schöne an diesen digitalen Papieren ist, die sind eigentlich auch ganz gut,
wenn man die auf der richtigen Größe Ausdruck dann miteinander kombinierbar. Der Zylinder war zum Beispiel aus einem anderen Set. Im nächsten Schritt habe ich überlegt, welche Texte ich auf das Cover haben möchte. Auf der Rückseite habe ich jetzt Kalorien sind kleine Monster, die nachts die Kleidung enger nähen. Den Stempel hatte ich mir auch erst neu gegönnt und habe dann auch in meiner Textrestetüte geguckt, welche Stempel ich denn da noch habe. Und ich fand eigentlich Smile while you still have teeth ganz schön. Und Zuckerbrot ist gerade alle. Deswegen gibt es dann halt Kuchen oder Kekse oder was auch immer. So, bei dem Text vorne, also auf der Vorderseite und Rückseite, habe ich den auch noch so ein bisschen mit einem Feinliner einen Rahmen gemacht, zugeschnitten und so leicht schattiert. Und Kalorien sind kleine Monster, die nachts die Kleidung enger nähen. Da habe ich den Text dann gerissen, fand das aber nicht kontrastreich genug. Deswegen habe ich das nochmal auf schwarzes Papier geklebt, dass ich da noch so einen schwarzen Rahmen habe. Also auch immer ganz gut. Ich habe da immer noch die Reste aufgehoben und ab und an kann man die wie jetzt ja doch immer noch mal benutzen. Ich wollte ganz gerne auf dem Coverrücken noch ein Figürchen haben, dachte zuerst, ich puzzle mir da was zurecht. Und dann habe ich zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, ich habe da sogar schon ein fertiges Tahil. So ein Gorgeous-Figürchen, was ich da so ein bisschen, sage ich mal, verfremdet habe. Ich schneide jetzt das Papier für die Innenseite zu, bevor ich weitermache mit draußen außen zu dekorieren, weil da weiß ich noch nicht genau, wie es halt weitergeht. Mein Cover ist zu breit, als dass ich jetzt ein Papier hätte, was ich nehmen könnte. Also klebe ich dann, werde ich da zwei Papiere zusammenkleben. Da ich noch Einstecktaschen einkleben werde, habe ich mir gesagt, kann das Papier auch relativ schlicht sein, weil man davon ja gar nicht so viel sieht. Wie ich schon gesagt hatte, mein Verschluss wird ganz einfach sein, einfach durch ja, ein Band. Und das, ja, das Einzige ist eigentlich, klebt erst das Band auf, dann nehme ich dann auch einfach einen Kleber, weil ich da ja noch das Papier rüberklebe und dann das Papier drauf. Und dann werde ich an die Nähmaschine gehen und euch auch gleich nochmal zeigen, was ich da genäht habe. So, was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Naht hier noch verstärkt. Da bin ich noch ein, zwei Mal halt hoch und runter gefahren. Dann habe ich jetzt hier das Papier aufgeklebt. Und bin dann hier rumgefahren. Das heißt, ich glaube, ich habe hier irgendwie hier gestartet. Bin auch zurückgefahren, also wie beim normalen Nähen, dass sich da der Faden nicht löst. Hier bin ich halt ein paar Mal hin und her gefahren, damit hier mein Band fester auch angenäht ist. Hier weiter. Dann bin ich hier am Cover einmal rum. Am Rücken, nicht am Cover. Hier bin ich ja auch noch mal. Habe ich das Band noch so ein bisschen festgenäht, damit das fester ist, bin und habe dann hier wieder geändert. Was ich euch auch noch raten würde, wäre, den Kleber erstmal ordentlich trocknen zu lassen, das Cover vielleicht noch mit irgendwas beschweren. Also ich habe dann eine Papierbox nachher nochmal draufgelegt. Ist schon besser, wenn der Kleber richtig durchgetrocknet ist. Ich schneide jetzt halt noch den Papierrand weg, weil ich mein Papier
immer einen Tick größer mache und dann lieber etwas wegschneide, da das bei mir eher so gedanklich unter Junk Journal, Art Journal fällt, muss das bei mir auch nicht ganz so akkurat sein. Ich nehme jetzt ein Blending Tool und braune Stempelfarbe, um noch ein bisschen zu schattieren. Das hat den Zweck, dass die Papierschichten so ein bisschen mehr aussehen, sage ich mal, wie eine Fläche. Das hätte ich natürlich auch machen können, bevor ich die Figürchen aufgeklebt habe. Also ich bin sowieso eher so der chaotische Bastler, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf schnelleren Vorlauf, damit das Video nicht zu lang wird. Ich habe mir für den letzten und schwierigsten Schritt, wie ich finde, noch irgendwie meine Stickerbox rausgeholt, hatte da auch noch so eine Tüte mit ich mal Mixed Media Resten. Da habe ich halt die Blumen rausgenommen. Und bei mir ist es halt so, dass ich ja das Nachgefühl mache. Also ich weiß halt, das ist mir noch zu leer. Dann fange ich an, Sachen halt einmal aufzukleben und gucke dann halt, was habe ich? Was habe ich da, was vielleicht passt? Ich halte das dann auch halt mal ran. Es kann auch sein, dass ich halt was aufklebe und dann doch wieder runterziehe. Bei den Aufklebern geht das ja immer noch. Es gibt dann auch so Situationen, wo ich dann merke, hatte ich es bei dem Cover, dass vorne unten links was Rotes fehlte und ich bei der Rückseite links neben ihrem Kopf auch noch gerne irgendwas Rotes haben wollte. Also das sind Dinge, in meinem Kopf ist das total klar, da muss jetzt ein rotes Element hin. Und dann gucke ich einfach, was nicht passendes ja, finde. Also, und für mein Empfinden wollte ich auch das Cover so ein bisschen bunter haben, kann auch ein bisschen quietschiger sein. Ich mag es ja generell gerne, wenn man viel sehen und entdecken kann und nicht halt drauf guckt und schon alles gesehen hat. Ich habe jetzt was vorbereitet, damit ihr mir nicht beim Zuschneiden zugucken müsst. Und zwar, ich weiß ja nicht, wie groß eure Verpackung ist, ne? Also das heißt, ihr guckt einfach hier mit dem Lineal, wie viel Platz habe ich. Ich habe gesagt, 12 cm ist gut. Habe da gesagt, 18 cm, ich möchte, dass das hier bis hier geht. Das gleiche für die Seite. Meine unterste Tasche nehme ich doppelt. Das heißt, ich mache mir ein Stück Papier mit einer Breite von 24 mal 18 und falze die an der Längsseite bei 12. Das gleiche habe ich hier gemacht. Um besser die Text oder was auch immer da reinkommt, weiß ich noch nicht rausziehen zu können, mache ich hier so einen Halbkreis und merke und habe halt schon gesehen, der Hintergrund hier gefällt mir mal so gar nicht. Deswegen klebe ich jetzt einfach ganz frech da ein Papier hinter. Bei dem Papier sollte, finde ich schon, habe ich jetzt schon zugesehen, dass das so ein bisschen zusammenpasst. Guckt da einfach, was ihr da habt. Da ich das jetzt extra dafür zugeschnitten habe, habe ich die Reste von meinem Papier in meine Restebox getan. Und aus der Restebox werde ich mich dann ja auch bedienen für die Seiten drinnen, dass das Papier dann drinnen wieder zu finden ist. So, das ist jetzt, sage ich mal, der Grundstein von der Tasche, wo ich hier noch ein bisschen wegschnippeln muss. Als nächstes, also was ich ja immer gerne mache, ist,
hier noch ein bisschen schattieren. So, die nächste Höhe, da könnt ihr aber auch selber gucken, wie viel Platz habe ich, wie möchte ich das haben. Habe ich jetzt 14 cm genommen, dann 10 cm Papier, diesmal nur einfach, also und 6 cm, also 14, 10, 6 cm. Und da könnt ihr auch jeweils gucken, ob ihr da halt so eine kleine Freiflasche drin haben wollt. Ich mache das jetzt Pi mal Schnauze. Ihr könntet, wenn ihr das so eine Stanze nicht habt und ordentlich haben wollt, euch irgendwas nehmen, was rund ist. Das hier ist ja zum Beispiel auch rund, da könnte ich das hier so ranhalten, so dran lang malen, wenn ich sowas halt nicht habe. Die Höhen könnt ihr euch ja auch selber so ein bisschen aussuchen. Und das hier, und jetzt werde ich an meine Nähmaschine gehen und hier einmal lang nähen. Ich werde jetzt auch hier das andere vorbereiten. Da müsst ihr ja nicht zugucken. So, ich war bei meiner Nähmaschine und habe das jetzt einmal hier drumherum genäht. Das heißt, hier meine kleinen Fächlein sind auch fertig. Die Taschen klebe ich jetzt mit ganz normalen Kleber auf. Und bin dann auch froh, dass ich mit meinem Cover soweit dann fertig bin. Aber damit bin ich jetzt mit meinem Cover fertig. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nehmt einfach die Sachen, die ihr da habt. Das ist ja nur Anregung. Ich sag mal, es muss kein Müsli-Karton sein. Das kann Reis sein. Guckt einfach, was euch in die Hände fällt. Ich bin mir sicher, wenn ihr darauf achtet, werdet ihr sehen, welche Verpackung oder kann ich ein Cover drauf machen. Mein Mann lacht mich auch schon aus, weil ich jede Verpackung aufhebe. Ja, ich werde an dem Album auch weiterarbeiten. Der nächste Schritt für mich wird die Bindung sein. Ich habe zwar schon ein Video mit Bindung, aber da ich hier für dieses Album auch eine Playlist machen werde, werde ich das mit der Bindung euch auch noch mal zeigen. Vielleicht auch ein bisschen strukturierter als im letzten Video. Da war ich auch nicht ganz zufrieden mit. Und auch, wie die einzelnen Seiten drinne entstehen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich habe hier halt auch schon so ein Kochbuch gemacht. Ich habe das nur noch nicht, keine Rezepte drin. Es sind noch also 90% fertig. Das heißt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie das hier weitergeht, wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, macht das. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!